Herzlich willkommen zum Marktupdate Klarschiff hier auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, montags, mittwochs sind wir für euch da, sonst immer als Live-Format, jetzt natürlich in dieser Woche durch den Umzug eher als Aufzeichnung. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, bei diesen Formaten Fragen zu stellen, bei den Live-Formaten während der Sendung, jetzt dann eben in den Kommentarzeilen unter den jeweiligen Videoformaten. Und einige Fragen schaffe ich tatsächlich in diesem einstündigen Format jeweils zu beantworten. Andere schaffen es dann einfach zeitlich nicht, mit in diesem Format berücksichtigt zu werden. Und das arbeite ich jetzt hier bei diesem Klarschiff-Format entsprechend auf und habe auch heute einige Fragen aus den vorherigen Sendungen mitgenommen. Die jetzt hier nicht drankommen, werde ich natürlich für die kommende Sendung am Montag mitnehmen. Und es deutet sich leider auch da an, dass das auch nur eine Aufzeichnung wird, weil wir eben hier noch bei dem Umbau oder mit den Umbauten rund um das neue Studio beschäftigt sind. Und ihr hört es vielleicht auch schon, der Hall zum Beispiel ist nur eine Sache. Das heißt, der Ton ist noch nicht so, wie wir ihn wirklich haben wollen. Und da gibt es noch einige Kinderkrankheiten, die eben abgestellt werden müssen. Dahin geht nochmal an dieser Stelle euer Verständnis und natürlich auch mein Verzeihen oder beziehungsweise meine Entschuldigung dafür. Aber wie gesagt, wir arbeiten da dran und das sollte sich dann zukünftig lohnen. So, lohnen sollte sich natürlich auch, das Format hier zu schauen, und demzufolge würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst beziehungsweise einen Daumen runter, wenn euch das Format nicht gefällt. Schreibt mir natürlich auch gerne wieder eure Fragen, Anregungen, Gedanken, Kritik und Wünsche für die kommenden Sendungen mit rein. Das habt ihr fleißig getan. Ich habe auch schon ganz, ganz tolle Fragen für zum Beispiel das nächste Derivate-Deep Dive mitbekommen. Das werde ich natürlich gleich weitergeben und auch dann mit Morgan Stanley entsprechend durchsprechen. Und ach, ein Hinweis noch, es findet derzeit die Brokerwahl statt. Ihr habt also die Möglichkeit, euren Lieblingsbroker zu wählen, und ich mache das mal jetzt ganz wertfrei. Würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr Comdirect als euren Lieblingsbroker entsprechend benennen würdet. Ich mache mal unten in der Kommentar, beziehungsweise nicht in der Kommentar, sondern in der Videobeschreibungsleiste den Link rein, damit ihr dort im Endeffekt dann ganz schnell hinkommt. Würde mich also freuen, wenn ihr teilnehmen würdet und euren Lieblingsbroker entsprechend wählen würdet. Wie gesagt, ich lasst das mal wertfrei stehen, würde mich aber auf jeden Fall mal freuen, wenn ihr teilnehmt. Ansonsten lege ich los und wir nehmen als erstes Unternehmen die Atos. Das ist nicht etwa die Atos Software, das deutsche Unternehmen, sondern die Atos, wahrscheinlich französisch, aus Frankreich. Und die sind tatsächlich in den letzten Monaten, Jahren buchstäblich unter die Börsenräder gekommen. Also hier hat wirklich der Börsenbär nicht nur den 18-Tonner, sondern gleich auch schwere Geschütze aufgefahren. Hier buchstäblich den Aktienkurs von Atos eben entsprechend niedergewalzt. Woher kam das Ganze? Wir haben bei Atos tatsächlich in den letzten Jahren einige Unsauberkeiten in der Buchhaltung gesehen, die also Bilanzprobleme hervorgerufen haben. Da gab es dann hier so ein bisschen diesen ersten Rücksetzer, der eben wirklich massive Folgen insgesamt hat. Das musste viel wertberichtigt werden. Es mussten eben entsprechend Bilanzierungen neu angefertigt werden. Vertrauen der Investoren ist erstmal rausgegangen und so weiter und so fort. Wir hatten also hier ein Unternehmen, was sich gerade in dem Cloud, gerade in dem Bereich Supercomputern, Cybersicherheit und entsprechend IT-Dienstleistungen so ein bisschen niedergelassen hatte, aber es verpasst hat, halt auch das große Trendthema Cloud Computing mit aufzunehmen. Und das war immer wieder ein Kritikpunkt in der Vergangenheit, während andere große Konzerne, wie zum Beispiel eine Amazon, Alibaba oder auch eine SAP, hier natürlich ganz frühzeitig in diesen Sektor reingegangen sind. Selbst eine Meta und ein Alphabet sind in dem Bereich unterwegs gewesen und haben einfach diesen Bereich besetzt, hat eben eine Atos hier wirklich ganz, ganz lange diesen Trend verpennt und natürlich da wichtige Einnahmequellen im Endeffekt dadurch auch verpasst. Das Ganze hat sich dann dadurch natürlich auch entsprechend dahingehend ausgewirkt, dass eben das IT-Geschäft, die IT-Dienstleistung, die Einnahmen daraus rückläufig waren. Man konnte das nicht auffangen, so wie andere Konzerne das gemacht haben. Also viele, viele strategische Probleme halt auch, die hinzugekommen sind. Zuletzt sind die Kurse ein bisschen angesprungen, weil Gerüchte da waren, dass das Unternehmen den Bereich IT-Sicherheit, Big Data, Cybersicherheit und Supercomputer eventuell an den Flugzeugbauer Airbus verkaufen wollen würde. Da gab es so einen kleinen Kurssprung. Ich glaube, den sieht man hier kaum, aber es waren dann mal gute 20%. Ja, oh Gott, der Kurs ist so unter die Räder gekommen, das fällt gar nicht groß ins Gewicht. Aber auf jeden Fall sind die Aktien da mal fester gewesen. Deswegen ist natürlich hier auch so ein bisschen Aufmerksamkeit. Das heißt, wir haben hier einen absoluten Restrukturierungs- und Schrägstrich-Sanierungsfall. Und das geht nicht nur dahingehend, dass man die Bilanz neu aufstellen muss, sondern das operative Geschäft muss entsprechend neu aufgestellt werden. Man merkt schon, Gerüchte über eine mögliche Abspaltung von entsprechenden operativen Geschäftsbereichen sind im Markt und so weiter. Also alles Dinge, wo man eigentlich als Anleger eher vorsichtig sein sollte
Und auch der Free Cashflow ist weiter rückläufig. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass das operative Geschäft dann auch wirklich nicht gut läuft. Kunden springen ab, gehen woanders zur Konkurrenz hin und so weiter. Also es ist auf jeden Fall insgesamt ein Desaster, was sich bei den Aktien abgezeichnet hat. Man könnte natürlich erstmal gucken, wie ich das Ganze jetzt weiter darstellt. Kaufen würde ich sie tatsächlich auf dem aktuellen Niveau noch nicht. Ich würde erstmal warten, bis hier wirklich auch bessere Nachrichten da sind. Der sogenannte Silberstreif am Horizont. Dann werden die Aktien zwar natürlich anspringen, aber dann hat man mehr Sicherheit. Momentan ist das wirklich nicht absehbar und abschätzbar, wie es hier weitergeht. Selbst wenn man sich eben von diesen wichtigen Bereichen trennen würde und ein bisschen Geld in die Kasse bekommt, heißt das ja noch nicht, dass man damit ein neues Geschäftsbereich hat. Ich würde wirklich gucken, was für operative Tätigkeiten das Unternehmen neu aufnimmt, wie sich der Konzern entsprechend dann natürlich auch positioniert und was das natürlich für neue Perspektiven gibt. Also für mich momentan nicht unbedingt ein Unternehmen, wo ich hier auf eine Trendumkehr setzen würde, sondern wirklich erfolgreich sein würde, aber durchaus interessant. Deswegen auch nochmal danke für den Hinweis. Nehmt euch die auf die Watchlist, guckt euch die Nachrichtenlage an und dann können so eine interessanten oder so ein Unternehmen wirklich interessant werden, wenn sie es denn schaffen, aus diesem Dilemma rauszukommen. Das nächste Unternehmen sind die Kühne und Nagel. Das ist so ein bisschen das gleiche Problem, was wir auch schon bei einer Hapag-Lloyd, Müller-Maersk im weitesten Sinne bei diesen ganzen Logistikdienstleistern schon gesehen haben. Kühne und Nagel, formell ein Schweizer Unternehmen, aber ein eigentlich deutsches Unternehmen, was eben in der Schweiz den Hauptsitz hat. Das hat mit Sicherheit natürlich auch einige steuerliche Gründe mit, aber gehört zumindest mal mit zu den größten Logistikkonzernen und hat hier auch gezeigt, was im Endeffekt die Covid-19-Pandemie durch die Lieferkettenstörungen, durch natürlich dann entsprechend die Auswirkungen bei den Logistik-Chargen hier gebracht hat und natürlich auch die Basiseffekte, die dadurch entstanden sind. Das heißt, wir sehen jetzt wieder so eine Rückkehr zur Normalität. Das heißt, einhergehend mit den eher aktuell europäischen Wirtschaftsleistungen, die so ein bisschen mau sind, also nicht so richtig in Fahrt kommen, sieht man hier, dass die Logistikbranche momentan eben wirklich so ein bisschen wieder gesetzt wird. Also zurück auf die Ausgangssituation, bevor eben die Frachtraten so stark gestiegen sind, bevor die Lieferkettenproblematiken aufgekommen sind und man jetzt eigentlich damit zu tun hat, dass man eben erstmal sehen muss, wie sich die globale Konjunktur insgesamt darstellt, weil Kühne und Nagel eben natürlich davon ganz, ganz massiv betroffen ist. Man hat das gesehen, Nettoumsatz ist um 40% eingebrochen, man hat darauf mit Stellenabbau reagiert, was natürlich normal ist. Klar, man will dann Kapazitäten, die man im Bereich hat, natürlich erstmal abbauen, weil man sie nicht braucht. Man muss jetzt erstmal sehen, wie sich das Ganze darstellt, gerade Kühne und Nagel international aufgestellt, also nicht nur ein europäisches Phänomen, sondern natürlich weltweit. Das heißt, wie ist die Konjunktur in China, der Außenhandel mit den USA, der Außenhandel mit Europa, Europa, USA, also viele, viele Baustellen bzw. Stellschrauben, die beachtet werden müssen. Ich denke, langfristig sind Logistikkonzerne interessant, aber man muss halt auch sehen, wir sind in den letzten Jahren wirklich verwöhnt worden. Also gerade wer jetzt so ein bisschen neuer hier im Markt reingekommen ist, der kennt natürlich nur diese eine Richtung nach oben. Guckt euch das Ganze mal langfristig an, dann sieht man halt auch, die Aktien haben eigentlich eine wesentlich langsamere Gangart. Das, was wir jetzt also hier gesehen haben durch die Covid-19-Pandemie, war sozusagen so ein bisschen Steroid, was zusätzlich reingekommen ist, aber das ist nicht die Normalität. Das muss man ganz klar sagen. Und auch immer wieder im Hinterkopf behalten, Moment, ich mache mal hier die Schweizer Börse rein, dann sieht man das, glaube ich, auch langfristig besser. Genau, hier seht ihr es also, ne, im Endeffekt, das ist normalerweise so ein bisschen die Marschrichtung. Wir haben jetzt hier diesen extrem starken Anstieg gesehen und was wir jetzt sehen, ist sozusagen eine Normalität. Ich würde mich nicht wundern, wenn tatsächlich die Aktienkurse erstmal weiter rückläufig, so vielleicht bis in den Bereich 200 Schweizer Franken rückläufig laufen, also sein würden, dass also hier sozusagen wieder sozusagen der alte Trend aufgenommen wird. Insgesamt klar, es wird mehr Handel betrieben international, wird die Vernetzung, die Verkettung untereinander wichtig sein. Logistikkonzerne werden davon profitieren, aber halt nicht in dieser Marschgeschwindigkeit, wie wir es in den letzten 3 Jahren, ich lasse jetzt mal also 24 raus, gesehen haben, sondern wirklich in einem anderen Tempo. Und das ist so ein bisschen natürlich auch die Maßgabe, die man hat. Das heißt, ich denke, ja, langfristig perspektivisch interessant, kurzfristig wird man aber hier durchaus noch die ein oder anderen Korrekturen sehen, weil eben diese Steroid sozusagen eben durch die Covid-19-Pandemie, Lieferkettenstörungen, Anhebung der Frachtraten gekommen ist und das halt so ein Punkt. Aber natürlich auch ein interessanter Effekt, den man gesehen hat. Das heißt, sollte es mal zukünftig ähnliche Ausgangssituationen sehen, weiß man, aha, diese Branche kann davon profitieren. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, das sind die Kinsale Group oder Kinsale Capital heißen sie eigentlich genauer gesagt. Das ist ein Finanzdienstleister aus den USA. Moment. Kinsale Group, der insbesondere im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen unterwegs ist. Das heißt also, man hat hier einen klassischen Versicherungskonzern
Und Stichwort Versicherung, Stichwort USA, weiß man genau, klassischer Chart, rechts unten, links oben. Das heißt also, die Versicherungs- und Bankenaktien in den letzten Jahren doch wesentlich stark oder sehr, sehr stark davon Profiteur gewesen. Eben zum einen erstmal von den anfänglichen Niedrigzinsphasen, dann später eben durch die wieder angezogenen Zinsen. Das sieht man halt hier. Das heißt, man hat sich auch so ein bisschen spezialisiert eben auf gewerbliche Fahrzeuge, Luftfahrtversicherung, Rückrufversicherung, Seeversicherung, also ein Spezialanbieter, wenn man so will. Und wer Münchner Rückzahlen gesehen hat, weiß, das läuft wie geschnitten Brot. Man ist auch ein relativ kleines Unternehmen, 568 Mitarbeiter, aber man ist eben sehr gut aufgestellt. In 50 Bundesstaaten in den USA, Hauptgeschäft wird auch in den USA gemacht, also 100% des Umsatzes kommt daher. Man hat eine ordentliche Steigung, also das heißt, man ist so ein kleines Spezialitätenunternehmen und das ist halt ganz spannend. Also wenn ihr die Aktien habt, behaltet die weiter, habt ihr alles richtig gemacht, das Unternehmen ist gut aufgestellt, hat eine gute Wachstumsrate, Neueinstieg nach so einer Fahnenstange eben bei Versicherungsaktien wäre ich eher vorsichtig, Rücksetzer könnte man abwarten, bis sich hier auch so wieder so ein bisschen der Median rausstellt, aber ein Unternehmen, was man auf jeden Fall mal auf die Watchlist nehmen sollte, weil es eben interessant ist. Interessant auch das nächste Unternehmen, die United Rentals. Da steckt sozusagen auch schon der operative Geschäftszweck im Namen drin. Das Unternehmen verleiht also alles Mögliche, was in Investitionsgütern so möglich ist. Also man hat zum Beispiel Hebe- und Hubarbeitsbühnen, Gabelstapler, die man eben an ja, entweder andere Konzerne vermietet oder eben auch bei Ereignissen, zum Beispiel Naturkatastrophen. Ich glaube, die sind sogar im Ahrtal entsprechend mit zum Beispiel Pumpengeneratoren und Aggregaten auch eben vertreten gewesen. Also da muss man mal mit offenen Augen so ein bisschen auch durch die Landschaft gehen. Dann sieht man oftmals United Rentals also in diesen Bereichen wirklich maßgeblich auch unterwegs. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist insbesondere, also im gleichen Jahr übrigens an die Börse gegangen. Das war ganz spannend. Also man hat das Unternehmen gegründet, ist sofort an die Börse gegangen, hat gleich einen Masterplan gehabt. Man hat ganz, ganz viele Übernahmen vorgenommen, hat sich also damit sozusagen nicht organisch gewachsen, sondern eben durch Zusammenschlüsse. Also die Idee war geboren und man hat sofort das Ganze hochskaliert. Das ist ganz spannend. Das sieht man, hat man zum Beispiel auch bei einer Cisco damals gesehen. Und natürlich gerade in den letzten Jahren, wo dieser Trend natürlich auch hingekommen ist zu Leasing, Mieten eher statt Kaufen. Das heißt, viele Unternehmen wollen natürlich entsprechende Investitionsgüter nicht mehr in den Büchern haben, sondern die mieten sich das dann, weil man dann im Endeffekt zum Beispiel die ganzen Bilanzierungsproblematiken nicht hat. Man hat den ganzen Service-Kram nicht an der Backe, sondern man holt sich entsprechend dann die Maschinen. Und wenn man die nicht mehr braucht, gibt man im Endeffekt die wieder zurück, ohne sich zu überlegen, wie haben wir die gekauft, wie muss man die dann wieder verkaufen, muss man Abschreibung vornehmen, Zuschreibung, whatever. Das Ganze bleibt damit sozusagen draußen, also es ist ein Trend gewesen, der gerade, man sieht es hier, in den letzten Jahren massiv zugenommen hat und natürlich solchen Unternehmen wie der United Rentals entsprechend in die Bücher gespielt hat. In Deutschland gibt es auch einige oder in Europa gibt es einige Unternehmen, die sich in diesem Bereich, gerade im Bereich der Industriegütern, auch in diesen tummeln. Manche sind börsengelistet, manche wiederum auch nicht, aber United Rentals, zumindest mal ein Unternehmen, was da eben aktiv ist, sehr erfolgreich und zumindest mal einen Blick wert ist. Derzeit auch natürlich sehr, sehr gut gelaufen. Das sieht man am Aktienkurs, wenn man sich halt ansieht, dass die gerade in den letzten Jahren mal richtig Gas gegeben haben. Also alleine hier in den letzten Wochen gute 50% zugelegt. Das sind natürlich Kurssteigerungen. Da würde man denken, man hat hier eine Tech-Aktie, hat man aber nicht, sondern man wirklich ein Alt-Economy-Unternehmen weitestgehend. Von daher, wenn ihr die Aktien habt, lasst die weiter in euren Depot. The trend is your friend, kann man hier nur ganz klar sagen. Und von daher aber durchaus interessant. Und von daher Chapeau an diejenigen, die die Aktien im Depot haben. Das nächste Unternehmen sind die Kongsberg Gruppe. Das ist ein Rüstungskonzern, im weitesten Sinne aus Schweden. Aber nicht nur Rüstung, sondern der Konzern hat sich in den letzten Monaten oder Jahren auch vermehrt im Bereich der regenerativen Energien aufgestellt und positioniert. Moment, eine 8 vergessen. Der tatsächlich, ups, nee, doch eine 8 zu viel. Nee, 8, 8. 3x die 8, nee, 4x die 8, 818, so rum ist richtig. Nee, Zertifikate nicht, Aktien, da sind sie, genau. So, und da seht ihr sie, genau, Kongsberg Gruppen, man erkennt schon, natürlich ein Rüstungskonzern, ist im Bereich der Technologieunternehmen, im Bereich der Verteidigungsschifffahrt, Öl-, Gas- und Raumfahrtindustrie, also hat natürlich jetzt durch die ganzen Querelen rund um die, ist übrigens ein norwegisches, kein schwedisches Unternehmen, aber kommt zumindest aus den skandinavischen Ländern, hat hier natürlich auch durch den Rüstungsaufträgen bzw. den höheren Wehretats in den europäischen Staaten davon profitiert, dass natürlich die Auftragsbücher gefüllt sind. Was aber ganz spannend ist, der Konzern
hat sich eben auch im Bereich der Offshore-Windanlagen und insbesondere bei schwimmenden Offshore-Windenergieanlagen gut positioniert. Also man ist hier sozusagen so ein Spezialanbieter, dass man eben sagt, das, was man aus dem Rüstungsbereich an Erfahrung hat, überträgt man in den zivilen Sektor rein, ist ganz spannend. Also nichtsdestotrotz, trotzdem hier nochmal der Hinweis, ist natürlich ein Rüstungskonzern, entspricht demnach nicht unbedingt den ESG-Kriterien, wenn man die verfolgen wollen würde, das muss ich der Vollständigkeit halber sagen. Ich weiß, es gibt einige, die fühlen sich davon genervt, aber es ist halt wichtig, weil es wirklich welche gibt, die sagen, nein, ich möchte keine Rüstungsaktien haben, ich möchte keine Tabakkonzerne haben, ich möchte keine Ölkonzerne haben. Und beim vielen Unternehmen weiß man das einfach in dieser Form nicht, wenn man sich das, den Geschäftszweck ansieht. Deswegen an dieser Stelle halt auch immer mal wieder der Hinweis, ich mache das nicht jedes Mal, aber eben dann, wenn es eben notwendig ist. Hier haben wir eben ein Unternehmen, was diesen Kriterien nicht entspricht. Deswegen das der Vollständigkeit aber nochmal gesagt. Aber natürlich ein Unternehmen, was davon profitiert, dass in Zukunft eben der Wehretat weiter hochgefahren wird. 2% vom Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen europäischen Staaten sind die Forderung. Ich glaube, nur 17 der 30 Staaten, die davon betroffen sind, erfüllen es momentan. Also da kommt noch ordentlich Geld in den ganzen Sektor rein, ob man das jetzt will oder nicht. Das ist halt leider so. Und davon profitieren natürlich solche Unternehmen auch. Hier sozusagen als zusätzliche Zucker, wenn man so will, die Positionierung im Bereich der regenerativen Energien, im Bereich der Offshore-Windanlagen, Windenergie. Und dahingehend ganz spannend, weil man dahingehend natürlich ein Unternehmen hat, was sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich unterwegs ist. Das nächste Unternehmen sind die Roche-Aktien. Das ist der weltgrößte Pharmakonzern, zumindest mal nach Umsatz. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr ungefähr 67 Milliarden US-Dollar oder 59 Milliarden Schweizer Franken umgesetzt. Moment, warum geht das nicht? Und gehört damit formell zu den größten Konzernen vor Merck, also Merck & Co., der amerikanischen Merck, Pfizer, AbbVie und Novartis. Und gehört auch zu den 500 größten Unternehmen in der Schweiz, was natürlich dann naheliegend ist. Man sieht aber auch hier natürlich so ein bisschen die Ressentiments, die man gerade im Pharmasektor vorfindet. Zum einen, hier durch die Covid-19-Pandemie ist natürlich die Diagnostiksparte von dem Konzern richtig aufgepumpt worden. Da lässt man momentan so ein bisschen Luft raus. Und was wir hier natürlich bei den Konzernen haben, sind auch die Ressentiments der Investoren gegenüber der Produktpipeline des Unternehmens. Man hat also ein bisschen Sorge, dass der Konzern hier wirklich gut aufgestellt ist für die Zukunft. Man hat zwar mit Elevidis ein Präparat, das gegen die Duchenne Muskeldystrophie, DMD-Krankheit, relativ erfolgreich sein soll. Und man hat ein Präparat Trontinemab gegen Alzheimer im Portfolio. Zusätzlich hatte man im letzten Jahr die Caremed Therapeutics für 2,7 Milliarden US-Dollar übernommen, die im Bereich der Fettleibigkeit unterwegs sind und hier so auf einer bestimmten Eiweißbasis entsprechende Präparate eben herstellen, die sozusagen in diesem Bereich dann wirken, Diabetes 2 Typ und so, also Typ Diabetes 2 dahingehend also auch eingesetzt werden. Also insgesamt versucht man hier so ein bisschen dem Ganzen entgegenzukommen, aber es bleibt eben dabei, dass natürlich Investoren sagen, hey Moment mal, ihr habt Blockbuster-Präparate, da kommen bald, fallen bald die oder laufen bald die Patente aus, ihr habt das Generika-Problem im Endeffekt dadurch, dass natürlich andere Unternehmen dann diese Wirkstoffe nachbauen können, die Diagnostiksparte ist rückläufig, also da kommen noch so ein bisschen die Basiseffekte rein. Nichtsdestotrotz kann man sagen, es ist eben der größte Pharmakonzern. Das heißt, wenn man in Pharmaaktien investieren will, betrifft das natürlich auch per se auch die anderen Unternehmen. Im größeren oder im kleineren Teil, aber es ist natürlich ein Problem, was latent in dieser Branche momentan vorhanden ist. Roche ist dabei, zumindest sich in den wichtigen Bereichen, Stichwort Fettleibigkeit, halt zu positionieren. Finde ich ganz spannend. Ich würde aber auch hier, und das ist so ein bisschen auch das Credo, was in den letzten Wochen immer wieder gesagt hat, nicht unbedingt hier ins fallende Messer greifen. Wartet darauf, bis hier dieser Abwärtstrend wirklich gebrochen ist. Dann kann man sich die ein oder andere Aktienposition mal reinlegen. Langfristig sind die Aktien interessant, aber never fight the trend. Also ich würde hier nicht wirklich rein investieren, gerade wenn natürlich die Gefahr besteht, dass vielleicht hier ein größerer Rücksetzer droht, wenn eben dieser langfristige Aufwärtstrend durchbrochen wird. Wartet ab, bis die Aktien sich ein bisschen seitwärts bewegen. Das ist so ein gigantisch großer Konzern, der wird sich nicht von heute auf morgen verdoppeln. Da wird im Endeffekt, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, klar kann das passieren, aber wie gesagt, Wahrscheinlichkeit sehr gering und von daher würde ich hier wirklich eher mal gucken, sie auf die Watchlist nehmen, bis ein paar Tage mal eine Seitwärtsbewegung da ist, bis vielleicht auch bestätigt wird, dass dieser langfristige Aufwärtstrend hier hält und dann sind die Aktien durchaus interessant. Also wenn man in der Schweiz investieren will, wenn man dort ein Basisinvestment sucht, dann ist eine Roche interessant, aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen Markttiming betreiben will, würde ich tatsächlich noch eher tendenziell warten. Nächstes Unternehmen, auch ganz spannend, Fastenal heißen die. Und da steckt tatsächlich, da muss man ein bisschen länger erstmal nachdenken, aber
Wenn man sich das, den Unternehmensnamen auf der Zunge zergehen lässt, dann weiß man auch, was die machen. Stimmt, die machen nämlich Befestigungsmechanismen, Schrauben im weitesten Sinne, also wie so eine Art amerikanische Wirtgruppe, wenn man es so will, also jetzt mal nur ganz lose gesprochen, aber mega spannend. Man sieht halt auch schon das Funst. Also im Endeffekt, das Geschäftsmodell von denen hat wirklich eingeschlagen. Man sieht es hier, langfristiger Erfolg durchaus gegeben. Also wirklich ein Unternehmen, was sich hervorragend positioniert hat. Man hat bei den letzten vorgelegten Zahlen Gewinn- und Umsatzschätzungen fürs vierte Quartal sogar noch übertroffen können. Man ist im Bereich Sicherheitshandschuhe unterwegs, stellt Elektrowerkzeuge her. Also insgesamt dieser ganze Sektor, das ganze Unternehmen hat sich wirklich in vielen Bereichen so gut aufgestellt. Baustellenprodukte eben, wie gesagt, Verbindungssysteme, Schrauben stellt man her und so weiter und so weiter. Und wird natürlich auch davon forciert, dass gerade die Nachfrage eben im Nicht-Haushaltskunden, sprich aus dem Industriebereich, eben hier sehr stark angestiegen ist durch eben die gestiegenen Infrastrukturausgaben, die eben die Regierung Biden eben in der Vergangenheit eben natürlich durch die Infrastructure Bill auch mit gegeben hat. Das heißt also ein durchaus interessantes Unternehmen. Ich finde den Geschäftswert ganz interessant. Ist nicht mehr ganz günstig. Also ein 35er KGV für ein quasi Maschinenbauunternehmen kann man nicht als billig bezeichnen. Aber hier ist natürlich die Trendrichtung richtig. Das heißt, ich würde mir die, wenn ich die noch nicht hätte, auf die Watchlist nehmen, würde die beobachten, kaufen. Aktuell finde ich es ein bisschen zu überbewertet. Ich denke, wir werden den einen oder anderen Konsolidierungsmodus hier nochmal sehen. Aber langfristig auf jeden Fall perspektivisch interessant. Das heißt, wenn ihr die Aktien habt, ich würde die weiter halten. Wenn man die noch nicht hat, rauf auf die Watchlist, warten, bis hier mal der ein oder andere Kursrücksetzer passiert, der garantiert eintreten wird. Und dann sind solche Aktien natürlich auch mega, mega spannend. Bleiben wir gleich in Amerika. Ähnliche Branche bzw. gleiche Branche, das heißt im weitesten Sinne der Maschinenbau. Und wir gucken uns mal die Parker Hannifin an. Und das ist ein amerikanisches Unternehmen, was eben im Bereich der Überwachungskontrollsysteme sich spezialisiert hat. Eben auch zum Beispiel Industrierohre herstellt, Rohrverbindungen, Adapter, Ölfilter, Luftfilter, Motoren, Hydraulikpumpen, also im weitesten Sinne halt wirklich ein ganz, ganz klassisches Maschinenbauunternehmen, eben für große Schwerindustrieteile, eben auch als Diagnostikgeräte herstellt, Klimakontrollgeräte, Überwachungssysteme und so weiter und so fort. Sehr stark eben halt in Nordamerika positioniert ist, also 67% des Umsatzes werden in Nordamerika gemacht, 20% ungefähr in Europa. Und in Asien ungefähr nochmal so 13%, 1% in Lateinamerika, also international aufgestellt. Ja, überall wächst man, die Produkte werden von dem Unternehmen angefragt, 62.700 Mitarbeiter hat das Unternehmen, also durchaus spannend. Zeigt sich hier auch im Chart, man sieht also, natürlich profitieren die davon, zum einen, dass Amerika natürlich insgesamt im Bereich eben der Petrochemie, eben der Ölförderung stark unterwegs ist. Dann, die haben mal sozusagen in ganz, ganz vielen Bereichen, in den wesentlichen Industriebereichen eben davon profitiert, dass da so richtig ein Boom drin war. Und zwar immer abwechselnd, sodass also das Unternehmen sozusagen immer rotierend in den einzelnen Branchennachfragen dann davon profitieren konnte. Ganz spannend. Ich denke, wenn ihr die Aktien habt, behaltet die auch weiter. Durchaus interessant. 22er KGV, da sieht man also schon, wir hatten gerade bei den Fasten 35er KGV für ein Maschinenbauunternehmen. Hier hätte man sozusagen ähnliche Peer Group, das heißt also ein Unternehmen aus der gleichen Maschinenbaugruppe mit einem 22er KGV. Aber das, denke ich mal, ist im Verhältnis dann, ich sage jetzt mal, fair bewertet. Da sehe ich zumindest mal jetzt perspektivisch wenig weitere Fantasie drin, aber es ist ein Unternehmen, was eben sozusagen sich gut positioniert hat und solche Aktien kann man natürlich dann auch im Depot behalten beziehungsweise dann einfach sehen, dass man von dem Trend, der momentan noch intakt ist, weiter profitiert. Gucken wir uns das nächste Unternehmen an, ein klassischer Value-Wert, wenn man so will, DWS Group. Finde ich ganz spannend, ist für mich eher so ein Titel, den man auch hier sehr, sehr selten so findet, weil eben eher der Fokus hier auf die Dividende zu legen ist. Wir haben bei der DWS Group einen klassischen Vermögensverwalter im weitesten Sinne. Das heißt, man hat natürlich Fonds, die man auflegt, bietet aber natürlich auch die Vermögensverwaltung insgesamt durch Sonderkonstrukte und so weiter an, hat aber natürlich auch viele Public Traded, also sprich für die Öffentlichkeit bzw. Privatkunden fokussierte Anlageprodukte. Und das ist halt ganz spannend. Also ich finde das Unternehmen schon spannend, weil man eben sagen kann, man hat hier einen Titel, der gut positioniert ist. Man will zukünftig 65% des Gewinns eben in Dividendenzahlung an die Aktionäre rausgeben. So eine Art, wie so eine Art, ja, quasi Sparschwein im Sparschwein. Und das ist halt eine ganz spannende Sache. Ich fand die DWS Group schon immer interessant, weil die eben wirklich einen schönen,
ja, so einen zusätzlichen Ausgleichsfaktor mit reinbringt in dem Portfolio. Klar, man muss natürlich auch solche Rückgänge, weil natürlich auch Finanzmärkte normalerweise zyklisch sind. Das heißt, man hat Boomphasen an den Börsen, da sieht man hier, zack, da profitieren natürlich solche Unternehmen davon, da hat man eben mal wieder Rückläufige und je nachdem, wie die Kurse halt gerade sind, man sieht jetzt, ist wieder DAX auf Rekordkursniveau, die Aktien ziehen natürlich von der DWS Group entsprechend mit an. Sollte es zu Rücksetzer kommen, kann man davon ausgehen, dass die DWS da mit reagiert. Das muss man aushalten können, aber man kann perspektivisch davon ausgehen, dass man dafür immer auch eine relativ gute Dividendenrendite bekommen wird. Und das ist halt ganz spannend, weil das sozusagen immer ein zweites wichtiges Standbein ist. Man sollte also sehen, dass man nicht nur zu stark auf den Bereich Wachstum fokussiert ist, sondern eben auch auf den Bereich natürlich Vermögensbildung durch entsprechenden Cashflow und dann natürlich seht, dass man solche Dividendentitel mit reinnimmt und entsprechend natürlich auch berücksichtigt. Das nächste Unternehmen sind die Air Liquide, ist ein französisches Industriegasunternehmen und dieses Unternehmen ist so ein bisschen wie die französische Linde, die eigentlich dahingehend ganz spannend ist, dass eben die, ja, natürlich die Produkte, die hergestellt werden, hier einfach, ja, wie soll man sagen, in vielen Branchen benutzt werden. Man ist also ein Konzern, der eben sowohl im Bereich der Argon, Stickstoff, Sauerstoff- und Wasserstofftechnologie mit unterwegs ist. Und da sieht man schon, dass das natürlich genau die Bereiche sind, die zum Beispiel in der Stahlindustrie, im Bereich der Automotives, im Chemiebereich und auch in der Pharmaindustrie dann benutzt werden. Und hier hat man einen ähnlichen Verlauf wie eine Linde. Ich kann den Linde-Chart hier gerne mal mit reinnehmen, dann sieht man das ganz gut. Ist also nicht vergleichend, sondern wirklich nur darstellend, um eben nachvollziehen zu können, wie eben die Aktien aufgestellt sind. Man sieht hier auch, dass das Premium bei den Linde-Aktien durch zweierlei Dinge entstanden ist. Zum einen, dass man eben als Branchenprimus ein Aufgeld bekommen hat und zum Zweiten natürlich durch den Weggang eben von der deutschen Börse hin eben nach Amerika. Und da sieht man eben hier, dass das natürlich sich entsprechend auch gezeigt hat. Also durchaus interessant. Air Liquide gehört für mich, wenn ich in den Bereich eben europäische Aktien investieren wollen würde, mit zu den Standard-Investments. Und würde dahingehend die Aktien dann in Erwägung ziehen, wenn ich mir zum Beispiel ein Depot gerade in europäischen Aktien aufbauen will und dann dort natürlich zum Beispiel als anfange, mir entsprechende Positionen aufzubauen, da ist eine Air Liquide durchaus spannend. Auch hier ganz spannend, dass man an den auf der Kostenseite sehr stark gearbeitet hat. Das heißt also, dass man hier in den letzten Monaten wirklich massiv eben die Programme gefahren hat, um die Kosten runterzufahren, die Margen zu erhöhen. Das sind natürlich alles Dinge, die Investoren sehr gerne hören und demzufolge interessante Unternehmen darstellen. Damit bin ich durch für die heutige Ausgabe. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen viel Erfolg an den Börsen. Wenn euch das Format gefällt, lasst einen Daumen hoch da, wenn nicht einen Daumen runter. Schreibt mir gerne in die Kommentarzeile eure Anregungen, Kritik, Gedanken und so weiter rein. Für die nächste Sendung auch gerne die Fragen zu Aktien, Finanzmarktthemen, Börsen etc. nehme ich gerne mit. Ansonsten euch alles Gute und ich freue mich auf die nächste Sendung und natürlich auf eure Fragen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.